Ja, Herr Müller, vielen Dank. Als wir davon erfahren haben, beziehungsweise die Anfrage bekommen haben vom Alexander, ob jemand vom Hamburger Sportverein heute hier dieser Zeremonie beiwohnen möchte, könnte, wie auch immer, weil wir ja heute ein Bundesligaspiel haben, wir haben es leider 0-2 verloren, muss man mal mit leben, aber Gladbach hat verdient gewonnen, das muss man anerkennen. Habe ich mich, beziehungsweise ist dann jemand aus dem Vorstand zu mir gekommen, hat gefragt, Mensch, könntest du dir das vorstellen? Habe ich sofort zugesagt, mir eigentlich keine großartigen Gedanken gemacht. Je näher der Tag rückte, habe ich mir immer noch keine großen Gedanken gemacht. Und heute dachte ich mir, machst du dir heute große Gedanken? Nee, mache ich nicht. Ich habe mich nur an ein paar Worte von meiner Großmutter erinnert. Die hat gesagt, Marinus, wenn du besondere Dinge zu tun hast, musst du dir besondere Gedanken machen. Solltest du dich darauf vorbereiten, ganz besonders vorbereiten. Und da stelle ich jetzt einfach mal die Frage, sind schwule Fußballer was Besonderes? Finde ich mittlerweile nicht mehr. Ja, kann ich wohl. Also insofern, ihr seht das ja, ich habe hier nichts schriftlich vorbereitet. Mach das mal aus der hohlen Hand heraus. Ich hoffe, das kommt trotzdem an. Ein Thema, was ja Herr Müller eben auch angesprochen hat, wie geht oder wie wird ein Profiklub letztlich mal mit der Situation umgehen, wenn sich denn mal ein Spieler outen würde. Ich denke mal, ihr kennt wahrscheinlich den Markus Urban mit seinem Buch, und ich glaube, ist das auch schon verfilmt worden, ich weiß es nicht, Verstecktspieler. Wir haben schon einmal zusammengesessen, muss ich dann aber zu unserer eigenen Schande sagen, wir haben es noch nicht mit der Konsequenz weiterverfolgt, diese Gespräche, die wir dort begonnen haben, um dann, dass ich jetzt hier mit voller Inbrunst sagen kann, der HSV ist darauf vorbereitet. Nee. Wir wären auf eine solche Situation noch nicht darauf vorbereitet. Wir haben uns damit schon befasst. Was würde passieren, ein Spieler heute zum Beispiel, ich würde es jetzt nicht mitbekommen, weil ich hier bin, wenn ein Spieler sagt, ja, wir haben zwar 0-2 verloren, aber ich bin schwul. So. Ja. Was passiert dann? Was passiert dann? Das Medienecho wird riesengroß sein. Pro und Contra wird alles abgewogen, alles auf dem Rücken des Spielers. Und da habe ich dann dem Markus Urban in dem Gespräch gesagt, deshalb haben wir dieses Gespräch auch geführt. Ich möchte, sofern wir denn etwas beeinflussen können, diesen Spieler niemals alleine mit dieser Situation konfrontiert sehen. Dafür ist noch vieles zu tun. Markus Urban hat uns auch gesagt, dass das in der Bundesliga dieses Thema schwul sein, aktive Fußballer. Mir ist im Moment auch noch kein aktiver Fußballer in der Bundesliga bekannt. Andere Sportarten sind da ja schon ein bisschen weiter. Ich glaube, dass jetzt gerade in Amerika ist, glaube ich, hat sich ein schwuler Basketballer hat sich geoutet, hat jetzt Probleme, einen neuen Verein zu finden. Vielleicht waren die nicht darauf vorbereitet. Ich kann dazu nur sagen, dass wir beim HSV uns dieses Themas weiterhin annehmen werden. Gerade wenn ich jetzt mal hier in die Runde gucke, ist das nichts anderes. Ich habe hier humpelnde Leute gesehen, ich habe freudestrahlende Leute gesehen, die hier reingekommen sind. Es ist genauso, es ist Querschnitt durch die Gesellschaft. Es gibt Schwule, es gibt Lesben, es gibt Heteros. Insofern, es ist nichts Besonderes daran. Ich finde es klasse, dass ihr alle zum Schwulsein steht, ja, das auch nach außen tragt. Ich würde mir wünschen, Herr Müller hat gesagt, dass viele Vereine sich vielleicht diese Situation nicht wünschen würden. Ich würde es mir wünschen, wenn es wirklich mal so kommt, dass sich einer hinstellt. Vielleicht ist man ja untereinander auch vernetzt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ist man untereinander vernetzt, dass vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich weiß nicht wie viel, dass die sich einen Spieltag aussuchen und sagen, hallo, wir sind schwul. Ich glaube, dass man natürlich dann einige Vorbehalte haben, aber ich glaube, dass das vielleicht der Ruck wäre, um, ich sag mal, das Schwulsein auch im Profisport einfach mal zu etablieren. Es ist normal, es ist nichts Besonderes, es ist nichts Abartiges. Das ist die Gesellschaft nun mal, so wie wir es darstellen. Wenn du durch Hamburg gehst, durch München, durch Köln, durch Berlin, überall sieht man händchenhaltende Männer und Jungen. Also insofern, es ist nichts Außergewöhnliches. Ich möchte euch gratulieren zu einem erfolgreichen Turnier. Es ist, glaube ich, das 9. Mal, dass die Startschuss-Masters hier in Hamburg stattgefunden haben. Ein Team aus Prag hat heute gewonnen, zum 3. Mal in Folge. Insofern... Applaus
dazu schon mal Gratulation, Pokale gibt es ja dann gleich. Hätte ich natürlich auch schnell reagieren können, aber ich wusste es leider nicht. Vielleicht hätte ich ja Herrn Drobny und Herrn Jiracek, die kennt ihr ja sicherlich, mit hierher bringen können, auch wenn es ein bisschen knapp gewesen wäre. Aber ich glaube, das sind auch zwei Vertreter, die sehr, sehr offen durchs Leben gehen. Ja, mir bleibt eigentlich nicht viel mehr übrig, dass ich für den HSV eingestehen muss. Wir müssen auch was tun. Aber ich wünsche mir die Situation, St. Pauli hoffentlich ja auch, ich wünsche mir die Situation, dass es mal passiert, ja, und dass man dann einfach mit dieser Situation zu leben lernt, umzugehen lernt und dass die Jungs dann einfach sagen, okay, wir sind Fußballer, wir sind schwul und das ist gut so. Insofern kann ich jetzt als Abschließendes noch sagen, ich bin hetero, das finde ich gut und ihr seid alle schwul, das finde ich viel besser. Dankeschön.